So, das ist erstmal herzlich willkommen an alle Ladies, die dieses Recording sehen werden. Ihr habt schon das heutige Thema wirklich gesehen und ich möchte heute wirklich ja auf das Thema erstmal Frauen in general eingehen und auf viele verschiedene Punkte wirklich zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, weil eines meiner größten Ziele, Visionen im Leben ist es einfach nur, so viele Frauen wie möglich unabhängig zu machen. Das ist einfach mein Ziel, weil ich weiß, dass so viele Frauen auf der Welt eben genau das noch nicht sind, sondern dass sie vielleicht sogar abhängig sind von einem Mann, von einem Job, den sie nicht mögen, von egal was es sein mag, einfach abhängig sind, und mein Ziel ist einfach wirklich, die Unabhängigkeit reinzubringen. Weil ich zu 100% weiß, dass wir Frauen das mehr als nur drauf haben und mehr als ja genug in uns haben, um uns wirklich unabhängig machen zu können. Und deswegen heißt das heutige Thema auch wirklich How to Grow Beyond Yourself as a Woman und auch in Bezug auf Business natürlich. Und ich möchte einfach so ein bisschen zeigen, was ich die letzten 4 Jahre gelernt habe, gerade auch so ja beginnermäßig, sage ich jetzt mal. Und vor allem eine Sache, weil in dem Titel steckt ja schon auch das Wort Grow drinne. Und für mich heißt Grow, also wachsende Growth is Happiness. Das heißt, wenn man stetig an seinem Wachstum, an seinem persönlichen Wachstum arbeitet, wird man meiner Meinung nach auch glücklich. Und genau durch diese Dinge, die ich euch jetzt gleich im Nachhinein aufzählen werde, habe jetzt ich geschafft, wirklich zu 100% glücklich und zufrieden in meinem Leben zu sein. Und zwar das nicht abgemacht von äußeren Umständen. So, klar, ich bin jetzt zum Beispiel nach Dubai ausgewandert, solche Sachen, ne? Aber ich war schon auch davor in Deutschland in meinem Kinderzimmer die glücklichste Person überhaupt, okay? Das heißt, es ist überhaupt nicht davon abhängig gewesen. Das möchte ich heute einfach so ein bisschen mitgeben, was wirklich die Dinge sind, auf die es wirklich am Ende des Tages drauf ankommt. Und eine Sache vor allem für alle Neuen hier, schreibt auf jeden Fall unbedingt mit, denn ich weiß, man denkt immer so, ach, ich kann es mir doch eh merken, ne? Nein, du kannst es dir nicht merken. Ich muss dich enttäuschen. Ne? So, spätestens nach einer Woche, wenn ich dich fragen würde, hey, was wurden denn alles für Punkte aufgezählt bei dem Call? Da hattest du schon wieder 10 andere Calls und Konversationen und Sachen, wo du gefühlt schon eh alles vergessen hast. Deswegen schreib unbedingt mit. Das heißt, an alle, die ich jetzt hier sehe mit Kamera, holt gerne Stift und Papier zur Hand, damit ihr wirklich die Informationen ja nicht nur für euch, sondern vielleicht auch weitergeben könnt, wirklich auch an andere Leute. Und ich möchte euch erstmal so ein bisschen über die, ja, über die Realität so ein bisschen von uns Frauen, sage ich mal, aktuell erzählen. Denn die Realität ist es schlichtweg, dass die meisten Frauen unter, betone, unter ihrem Potenzial leben. Das ist so und wir sind hier, um es zu ändern, okay? Aber es ist halt einfach aktuell noch die Realität und vielleicht auch viele Frauen in deinem Umfeld, wo du einfach siehst, boah, sie hätte es so drauf, sie können so viel aus sich machen, ne? Aber sie macht es einfach nicht, weil sie so unter ihrem Potenzial lebt. Und man sich immer denkt so, boah, ich würde dir am liebsten helfen oder ich würde am liebsten mir selber helfen, ne? Aber ich weiß einfach nicht, wie ich mir helfen soll. Und das Problem an dem Ganzen, warum die meisten Frauen unter ihrem Potenzial leben, ist schlichtweg, weil wir es von Grund auf, von Kind an beigebracht bekommen. Und was bekommen wir beigebracht? Wir bekommen das Ideal beigebracht. Und wisst ihr, was das Ideal heutzutage ist? Das Ideal ist, wenn du eine Familie hast, einen Mann hast, 2 Kinder hast oder so und ein Haus hast, was du dann 40 Jahre abbezahlst, ein Auto hast, was ganz passabel ist und einen Job, wo man sich denkt, so hey, beim Familientreffen, boah, sie hat es geschafft. So, das ist auf jeden Fall ein guter Job, irgendeine Führungsposition, irgendwas, was einfach so nur gut ankommt. Okay, vielleicht kommt es gut an, aber ist es wirklich in eurem Inneren auch gut? Fühlt es sich gut an oder ist es nur auf andere, sage ich mal, wie es gut rüberkommt? Aber das ist halt eben das Ideal. Und deswegen sind wir in diesem Kreislauf, dass wir eben in diesem Ideal, was eigentlich vielleicht gar nicht unser Ideal ist, die ganze Zeit nachjagen. Und irgendwo im tiefsten Inneren fragen wir uns in dieser Zeit trotzdem die ganze Zeit, so, hey, so wann kommt denn endlich so dieses coole Leben? Wann kommt so dieses Leben, was ich mir die ganze Zeit auf Social Media, auf Instagram, auf TikTok reinziehe? Wann kommt das endlich? Aber ich muss dich enttäuschen, ne? Dieses coole Leben, das wird nicht eines Tages an der Türe klopfen, ne? Genauso wie auch, man sagt ja immer so, die Liebe des Lebens, die klopft auch nicht an der Tür. Genauso gut wird auch das nicht passieren bei eurem Leben, ne? Das heißt, ihr müsst wirklich selber was daran ändern. Das ist so, so, so wichtig. Und wir alle, wir sind in diesem Run, sorry, in diesem Run gewesen, ne? Ich weiß nicht, wie alt du bist, ob du gerade vielleicht frisch 18 bist, 19, 20, Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, I don't know, bei jedem hier ein bisschen anders. Aber wir sind alle schon in gewissermaßen, glaube ich, in diesem Run gewesen. So, wir hatten unsere 10, 11, 12 Jahre Schule, Abi, okay, dann kommt die Ausbildung, dann kommt das Studium, dann kommt noch eine Fortbildung, und dann kommt noch dies, dann kommt noch das. So gefühlt haben wir gar keine Luft mehr zum Atmen. So, irgendwie so eine Sache nach der anderen kommt so bam, 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 bam. Und wir können gar nicht mehr nachdenken. So, es ist uns gar nicht irgendwie die Chance überlassen, ne, überhaupt mal durchzuschnaufen und zu denken, so, boah, shit, so, aber was will ich eigentlich so? Was gibt mir nicht die Gesellschaft vor, sondern was möchte ich wirklich haben? Und das ist eben die Sache, die ich heute mitgeben möchte, dass ihr euch wirklich diese Zeit zum Nachdenken lässt und einfach mal gibt. Weil
wir diese ganze restliche Zeit, die du vielleicht bist du ja auch so eine Person noch aktuell, die du noch übrig hast. Meistens dann so, dass man von der Arbeit so erschöpft ist und von der Schule, vom Studium, vom egal was du aktuell machst, dass du abends nach Hause kommst, du isst noch und was passiert nach dem Essen? 2, 3, 4 Stunden TikTok, Social Media, Netflix. Du bist so gefangen, weil du irgendwie wieder runterkommen musst. Aber das ist doch kein Leben. So, wie soll es denn endlich mal da rausgehen? Das ist ein Kreislauf, in dem du dann gefangen bist. So. Und ich glaube, keiner hier in diesem Call möchte in diesem Kreislauf wirklich gefangen sein. Das heißt, es gilt daran, wirklich diese Pause zum Nachdenken zu finden. Ne? Und die möchte ich euch heute hier in dieser halben Stunde, sage ich mal, geben, ne? Um einfach aus diesem Kreislauf ausbrechen zu können. Und eine Sache, die du dich auch selber mal fragen kannst, so, bist du, also mal for real, bist du interessant? Das klingt sich so bescheuert, wer hat sich das auch noch nie gefragt? Bist du eigentlich interessant? Ist dein Leben interessant? Ich sag's euch damals, wenn ich mein Leben irgendwie so gefilmt hätte, es gibt ja die ganzen YouTuber mit ihren Vlogs und so, boah, ich wüsste nicht, wer sich das reingezogen hätte. Also, es ist nichts passiert. So, ich bin halt zur Uni gegangen, ich hätte jeden Tag so den Hörsaal einmal so filmen können, dann mich so in der Cafeteria beim Essen hocke. Dann so wie ich nach Hause laufe, dann wie ich, keine Ahnung, lerne oder so. Es ist einfach nichts passiert so. Und das hat sich zum Glück endlich verändert, die letzten paar Jahre, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, dass mein Leben endlich interessant geworden ist so. Mittlerweile, ich habe es zwar noch nicht gemacht so, ich weiß nicht, ob ich das machen werde irgendwann mal, aber wenn ich wollen würde, ich könnte wirklich so Vlogs jetzt über mein Leben machen auf YouTube. Klingt so voll komisch, das zu sagen, ne? Und es wäre, glaube ich, wirklich mal interessant so, weil ich einfach jeden Tag so viele Dinge habe, die passieren, einfach so viele Sachen. Allein diese Woche, die ich jetzt gerade erlebt habe, Leute, wenn ihr wüsst, was alles passiert ist, das ist wie so ein Film irgendwie. Es passieren jeden Tag so viele neue Sachen, ne? Und das ist einfach dadurch gekommen, dass ich endlich mal so einen Change in meinem Leben gemacht habe und das Ganze endlich mal wirklich in Angriff genommen habe. Und dazu möchte ich heute einfach nur auffordern, sage ich jetzt mal, motivieren, einfach nur diesen Change für euch in Angriff zu nehmen, dass sich endlich mal was ändert. Und was ist das Problem an dem Ganzen? Warum hat sich für dich noch nichts geändert? Ganz einfach aus dem Grund, weil du aktuell noch Hindernisse hast. So, ich weiß nicht, was dein bestimmtes Hindernis ist, aber ich kann gerne mal ein paar Hindernisse aufzählen, die ich zum Beispiel hatte und die auch viele andere Leute haben. Und zwar das erste und vielleicht auch bei uns Frauen so das ziemlich größte Hindernis ist so das Thema Angst. Wir haben gefühlt vor alles und jedem Angst. Nicht nur Angst vor Spinnen, nicht nur Angst im Dunkeln, sondern wir haben auch vor Veränderungen von vielen anderen Dingen Angst. Und oft ist die Angst so krass im Vordergrund, so krass vorne, dass wir uns so gefühlt so dahinter verstecken und so alles verschränken. So Angst und nee. Alles so von uns wegdrücken, sage ich jetzt mal, weil die Angst schon so groß angewachsen ist. Aber ihr solltet eher Angst davor haben, dass sich bei euch im Leben, sage ich mal, nichts verändert die ganzen Jahre über, anstatt dass sich endlich mal was verändert. Man muss einfach Veränderungen zulassen können. Und ich weiß, am Anfang sind viele Unsicherheiten da. So, möchte ich mein Leben verändern? Möchte ich vielleicht irgendwie da anfangen, Sport zu machen? Möchte ich anfangen, das Business zu starten? Möchte ich anfangen, dies, das? So ist oft diese Unsicherheit, diese Angst einfach da. Aber ich finde es unsicher, heutzutage in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, nichts zu verändern. For real. Das ist unsicher, okay? Wenn wir heutzutage einfach nur nichts verändern und alles die ganze Zeit gleich lassen, so. Und glaub mir, man könnte vor allem unsicher sein. Man könnte selbst sagen, hey, ich habe jetzt keine Ahnung, ich will meinen Führerschein oder so machen, ne? Aber ich bin so unsicher, ich habe so Angst, dass ich dann noch einen Unfall baue, wenn ich den dann habe und dann Auto fahre. Nicht, dass das noch passieren könnte. So, wisst ihr, was ich meine, Leute? Man könnte gefühlt zu jedem irgendwas sagen. Deswegen, egal was es bei euch sein mag, was ihr für euch anfangen möchtet, packt die Angst beiseite, denn Angst ist nur in eurem Kopf, sie ist nicht real. Es wird schon nichts passieren, sage ich jetzt mal. Ich glaube jetzt nicht, dass ihr irgendwelche krassen Dinge vorhabt, wo jetzt irgendwie groß was Schlimmes passieren kann oder so. Wisst ihr, was ich meine? Oftmals malen wir uns vor allem als Frauen diese Dinge so oft im Kopf aus und so viel kann passieren und hier und da und wir haben so eine ganz wilde Fantasie von ganz vielen Dingen, die wir uns vorstellen, wo wir einfach mal durchatmen müssen und uns einfach nur bewusst machen müssen, das ist nicht existent. Es ist wirklich for real, nur in unserem Kopf. Und eine Sache, die uns da auch oft abhält, und ich glaube, ihr alle kennt das, es ist die Meinung von anderen. Und keiner hier im Call kann behaupten, ne, dass die Meinung von anderen ihm schon zu 100% egal ist. Selbst ich nicht. So, es ist mir schon wirklich sehr, 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 sehr egal. Mittlerweile aber so 100% an dieses Level, schwierig. Also keine Ahnung, was man da machen kann, wenn es wirklich 100% ist. So ein bisschen hat man immer noch in sich drin. Aber du musst dir endlich mal bewusst werden, ne, wenn dir die Meinung von anderen so wichtig ist und du in deinem gesamten Leben immer auf die Meinung von anderen hörst, wirst du am Ende von deinem Leben nach diesen Meinungen gelebt haben.
Und es ist so krass, wenn man sich das einfach mal vor Augen hält, du wirst am Ende vom Leben nicht nach dir, nicht nach dir, nicht nach deinen Meinungen, du wirst von den Meinungen nach der Meinung von anderen gelebt haben. Und diese Vorstellung für mich ist gruselig. Das eine Leben, was mir geschenkt wurde, wie es dir auch geht, das möchte ich nicht nach den Meinungen von anderen ausrichten, das möchte ich zu 100% nach meinen Meinungen ausrichten, nach meinen Wünschen, nach meinen Belieben. Deswegen, wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, schau, dass du das auf jeden Fall anfängst und endlich mal auf dich selber hörst. So. Das Leben ist viel zu schade und viel zu kurz, immer nur auf andere zu hören. Wir haben die Zeit dafür nicht, Mädels. Wir haben sie nicht, okay? So, wir werden gefühlt jeden Tag, keine Ahnung, älter und es geht alles so schnell. Deswegen lass die Zeit nicht verschwenden, ne? Und auf solche unnötigen Dinge, sage ich mal, hören. Und eine Sache, die ich auch gerade oft leider bei Frauen sehe, sind große Selbstzweifel, dass oftmals man sich denkt, so, boah, ich schaffe das doch eh nicht. So, ich schaffe es doch eh nicht, das Gym durchzuziehen. Ich werde es niemals schaffen, eine erfolgreiche Businessfrau zu werden. Ne? Ich werde diese ganzen Dinge einfach nicht hinbekommen. So, und ich sag's euch, es gibt sogar Leute, ich habe auch schon oft sehr mit Leuten gesprochen, die sagen, hey, ich bin so zufrieden in meinem Leben, es passt alles und ich bin glücklich, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe dies, ich habe das, bla bla bla. Und wisst ihr, warum diese Leute das sagen, dass sie zufrieden sind? Weil sie glauben, dass sie selber nicht mehr schaffen. Und es ist schade. Das ist wirklich krass, mal daran zu denken. Einfach, dass diese Leute, die werfen das halt so hin, so, hey, ich bin zufrieden, es passt. Aber sie glauben einfach nicht so daran. Und ich möchte euch einfach hier heute dazu, ja, inspirieren, einfach mehr zu glauben an euch selber und das, was ihr schaffen könnt. Denn in jedem Einzelnen von euch hier steckt so viel Potenzial. Und der erste Schritt zur Änderung ist zu 100% erstmal dein Umfeld zu ändern. Ich könnte stundenlang über dieses Thema sprechen. Zeig mir deine beste Freundin und ich sag dir, wer du bist. Ich muss nur sie kennenlernen. Ich weiß zu 100%, wer du bist. So, wisst ihr, was ich meine? Weil du einfach immer der Durchschnitt, so ihr kennt das vielleicht schon, der Average of Five, du bist immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Vielleicht kennst du schon, vielleicht nicht. Egal, ob du es kennst oder nicht, es geht nicht darum, diese Informationen zu haben, es geht darum, sie umzusetzen. Deswegen umgibst du dich wirklich mit Leuten, die dich weiterbringen. Ich sag's euch jedes Mal hier, ich habe auch Leute hier in meinem Umfeld, zum Beispiel auch hier in Dubai, die mich so krass inspirieren. Wirklich jedes Mal, nachdem ich mit denen Zeit verbracht habe, ich fühle mich so gut, ich fühle mich so gepusht, meine Energie, meine Batterie ist aufgeladen, okay? So, ich brauche das auch, so, ich liebe das, sage ich jetzt mal. Und das brauchst du auch, trust me. Und vielleicht bist du in einem Umfeld, wie ich früher war. Ich sag's euch teilweise, ich habe mich früher mit meinen Mädels getroffen, ne? Und es war nicht so, dass ich nach Hause gekommen bin und mich übelst gepusht und motiviert und boah, es war so schön irgendwie gefühlt habe, sondern ich habe mich tatsächlich auch so gefühlt, dass ich mich irgendwie so ein bisschen gedrowned gefühlt habe, sodass ich mir dachte, so, boah, krass, so, war jetzt wieder echt eine ordentliche Runde Lästern, Negativität, viel über andere gequatscht und es war einfach nicht positiv. Deswegen, wenn du aktuell noch in so einem Umfeld bist, bring dich raus davon. Schau, dass du dich Stück für Stück davon einfach distanzierst, weil das hast du nicht verdient und das bist du nicht wert. Und es gibt so viele Leute, gerade auch hier im Business, gerade auch hier bei uns in der Community, die dich so krass pushen können. Du kannst dich mit so vielen Leuten connecten. Leute, ich habe noch nie eine Möglichkeit gesehen, sich mit so vielen Leuten zu connecten, die dich hochziehen, die dich jeden Tag inspirieren, motivieren, mitziehen, egal was es sein mag, finde das mal so. Früher, ich hätte keine Ahnung, wo ich das Ganze hier noch nicht gekannt hätte. Ich hätte, weiß nicht, im Internet irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es hätte finden können. So, wisst ihr, was ich meine? Das heißt, hier hast du Leute en masse, mit denen du das Ganze machen kannst, was unglaublich schön ist, mit denen du dieses Umfeld aufbauen kannst. Einfach ein Erfolgsumfeld. Angenommen, deine fünf besten Freunde gehen jeden Tag oder jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio. Glaubst du, du bist der sechste Freund, der sich jeden Tag voll frisst und jeden zweiten Tag zu McDonald's geht? So, ich glaube nicht so. Es kann eigentlich sein, weil du einfach von diesen Menschen mitgezogen wirst. Deswegen schau, dass du dich in dieses Umfeld umgibst, was einfach deinen Vorstellungen entspricht. Und wenn du aktuell Freunde um dich herum hast und du weißt so, hey, wenn du dir mal, überleg dir einfach nur eine Sache. Wo würden meine beste Freundin, mein bester Freund oder meine engsten Leute in 5 Jahren stehen? Mal dir das einfach mal aus. Mal dir nicht deine Zukunft in 5 Jahren aus, sondern philosophier mal so, hey, wo könnte sie in 5 Jahren stehen? Und wenn du dir selber denkst, boah, gruselig so, da möchte ich nicht in 5 Jahren stehen, dann ist auf jeden Fall Zeit, ein paar andere Leute in dein Umfeld zu bringen, vor allem auch in dein enges Umfeld, um einfach dich selber an diese Position zu bringen. Weil wenn du dir das ausmalst von deiner besten Freundin, von deinem besten Freund, trust me, so weit weg davon wirst du nicht stehen, wenn die Person deine engste Person bleibt. Und das klingt manchmal so hart und so traurig und so, keine Ahnung was, aber es ist einfach so. Deswegen schau, dass du dein Umfeld wirklich änderst. Und schau, dass du endlich mal nicht den einfachen Weg gehst. Ich weiß, es ist so komfortabel, immer den einfachen Weg zu gehen, immer mal schnell Nein zu sagen. Soll ich mich jetzt im Gym anmelden? Nein, ich lasse es einfach. Soll ich jetzt ein Business starten? Ne?
Oh nee, da wird so viel Stress damit rumkommen. Ich lasse es einfach so. Wisst ihr, was ich meine? Nein sagen ist oftmals viel einfacher so. Die Sache ist so weggestoßen und fertig so. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern. Deswegen traut euch mal, den harten Weg zu gehen. Traut euch endlich mal, Ja zu sagen. Weil wisst ihr, welcher Weg am Ende härter ist? Der Weg, immer Nein zu sagen. Der wird langfristig härter werden. Deswegen, wenn du wirklich langfristig einen schönen, einfachen Weg willst, mit nicht so viel finanziellen Sorgen und allem, dann musst du jetzt lernen, Ja zu sagen. Ne? Auch wenn es kurzfristig hart ist und kurzfristig aus deiner Komfortzone rauskommt, glaub mir, wenn du so vor solchen Entscheidungen stehst, die nächsten Tage, die nächsten Wochen und Monate, wirklich zöger nicht lang, trau dich Ja zu sagen. Ich habe gerade auch von vielen mittlerweile Engeln, wo ich sehr dankbar bin, auch sehr erfolgreichen Leuten in meinem Umfeld gelernt, dass man einfach schnell Entscheidungen treffen muss. Und ich war früher eine Person, Leute, ich konnte null, wirklich zero Entscheidungen treffen. Nichts. Ich konnte mich für nichts entscheiden. Was soll ich essen? Keine Ahnung. Welches Kleid soll ich mir kaufen? Keine Ahnung. Was soll ich da machen? Keine Ahnung. Ich konnte einfach keine Entscheidungen treffen. Und ich habe wirklich von engsten Leuten mittlerweile in meinem Umfeld gelernt, dass ich schnell Entscheidungen treffen muss. Weil das kostet so viel Zeit, so viel Energie und ich werde niemals vorankommen, wenn ich einfach nicht endlich mal lerne, eine Entscheidung zu treffen. Und einfach mal zu machen. Einfach mal im Leben gewisse Risiken, in Anführungszeichen Risiken einzugehen. Und vor allem als Frau auch oftmals nicht die falschen Prioritäten zu haben. Vielleicht sind ja auch noch Mädels im Call, die einfach die falschen Prioritäten haben. Und Leute, es gibt keine Excuse, die Sache, die du dir wünschst, durchzusetzen. Ich selber, ich arbeite mit Müttern zusammen, mit alleinerziehenden Müttern teilweise. Ich arbeite mit Azubis zusammen, mit Studenten, mit Schülern, mit Vollzeitangestellten, mit Leuten, die haben gar keinen Job. Also ich könnte so viele unterschiedliche Lebenssituationen aufzählen. Und jeder kriegt es irgendwie hin, die Sache, die er oder sie sich in den Kopf gesetzt hat, umzusetzen. Warum? Weil die Person es einfach geschafft hat, richtige Prioritäten zu setzen. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Es gibt keine Excuses, keine Ausreden. Es gibt kein, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe dies nicht, ich habe das nicht. Es gibt einfach nur richtige Prioritäten oder falsche Prioritäten. Und wenn du weiterhin die falschen Prioritäten hast, dann tut es mir leid, aber dann wirst du halt einfach nicht an dein Ziel kommen. So. Das ist dann einfach der Preis, den du dafür in Kauf nehmen musst. Deswegen, richtige Prioritäten. Und damit ans Ziel kommen, falsche Prioritäten nicht ans Ziel kommen. Und da geht es auch schon ans nächste Thema, und zwar Ziele. Eine Frau, die wachsen möchte, kann dies nur, ausschließlich nur, wenn sie Ziele hat. Wie willst du denn wachsen, wenn du nicht weißt, wohin du wachsen willst, okay? Du musst ja wissen, wohin es gehen muss. So. Deswegen fang an, dir wirklich klare Ziele zu setzen. So, ich hatte auch schon damals Ziele, aber meine Ziele waren lange nicht klar definiert. Und einer meiner größten Mentoren hat mich geteacht, wie ich meine Ziele zu definieren habe. Und das ist nicht zu sagen, ach, ich hätte gern, keine Ahnung, eine G-Klasse. Ich finde eine G-Klasse zum Beispiel richtig bosshaft. Ich hätte auf jeden Fall meine G-Klasse geholt. Aber ja, genau, auf jeden Fall. Ich habe früher gesagt, auch schon, ich will eine G-Klasse haben. Ich will eine Mercedes G-Klasse haben. Mittlerweile weiß ich sollte nicht sagen, ich will eine G-Klasse haben, sondern ich sollte sagen, hey, ich möchte eine G-Klasse AMG mit orangefarbenen Sitzen, mit einem, keine Ahnung, glitzernden Gurt, mit dem und dem Mann neben mir und mit dem und dem Motor. So, wisst ihr, was ich meine? Mit Motoren kenne ich mich da noch nicht so gut aus, aber ihr versteht den Punkt so, dass die Ziele wirklich genau definiert werden müssen. Ne? Das ist so, 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 so wichtig. Und zwar mit genau meine ich wirklich selber, sie müssen messbar sein, terminiert, also sie müssen ein Datum dahinter haben und spezifisch sein. Das müssen eure Ziele. Ihr könnt euch nicht sagen, hey, ich möchte, keine Ahnung, das war bei mir auch so, ich wusste, ich will nach Dubai auswandern. Ich habe nicht gesagt, ich möchte übrigens nach Dubai auswandern. So, genau, das war es eigentlich so. So, ich habe mir gesagt, hey, ich möchte genau da, spätestens bis zu dem Zeitpunkt nach Dubai auswandern. Und damit hatte ich eine Grenze, ich hatte ein Ziel, bis dahin muss ich Gas geben, bis dahin muss ich mir finanziell den Arsch aufreißen, blöd gesagt, damit ich das Ganze wirklich schaffen kann, sage ich jetzt mal. Deswegen setzt euch wirklich klar definierte Ziele, denn eine richtige, unabhängige, independent, vor allem Businesswoman, hat klar definierte Ziele. Und mein persönliches Ziel, eines meiner größten Ziele ist einfach nur, am Ende von meinem Leben dran zu sitzen und mir zu denken, boah, ich habe alles gemacht, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe alles gemacht, ich bereue nichts. Weil es ist das, es muss, also wenn ich mir das ausmale, es muss für mich das schlimmste Gefühl sein, am Ende vom Leben dran zu sitzen, ne, und mir zu denken, boah, shit, ich habe so viele Dinge nicht gemacht, ich habe so viel bereut, ich habe so viele Chancen nicht in Angriff genommen, ich habe mich so viele Dinge nicht getraut. Leute, glaubt mir, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr nicht. Deswegen, wenn euch Chancen gegeben werden, wenn ihr irgendein Gefühl habt, ihr wollt das und das machen, ne, schmeißt euch einfach in das Ganze rein, macht es einfach. Denn das Leben ist viel zu kurz, um gewisse Dinge einfach nur nicht in Angriff zu nehmen.
Und um das erstmal schaffen zu können, müssen wir es schaffen, in ein Erfolgsdenken zu kommen. Und im Business gesehen ist ein Erfolgsdenken ein Unternehmerdenken. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, in ein Unternehmerdenken zu kommen. Eines der größten Dinge, wie Unternehmer denken, ist, sie wissen, dass sie erstmal investieren müssen, bevor sie gewinnen können. Sie müssen Geld investieren, Zeit, Energie, Schweiß, Blut. So, sie müssen richtig investieren, bevor sie gainen. Auch einer meiner Lieblingsmentoren hat gesagt, es ist immer Work, 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 Work. Also arbeiten, 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 get paid, Bezahlung bekommen. Also wirklich das, was sie die Freiheit natürlich erkaufen kann. Und irgendwann mal wird es so sein, dass es Work, Work ist, aber dafür get paid, get paid, get paid, get paid, get paid, get paid, get paid. Ey, ein riesiger Zungenbrecher. Aber so ist es nun mal. Deswegen, du musst bereit sein zu investieren. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, aus diesem Denken rauszukommen. Mir wurde das Ganze auch so beigebracht. Glaub mir, ich habe die schlimmsten Glaubenssätze von meiner Familie und so weiter beigebracht bekommen. Nur Bares ist Wahres, du musst deine Hände in die Hand nehmen, um Geld zu verdienen, bla bla bla, Online-Welt, bla bla bla. Ganz viele Sachen habe ich beigebracht bekommen. Aber ich wusste einfach, hey, das kann es nicht sein. Und ich weiß, vielleicht sind auch noch viele hier gerade drin, die noch arbeiten gehen, zum Beispiel mit Sicherheit. Und da haben wir auch immer dieses Ding, wir gehen arbeiten einen Monat und danach kriegen wir unseren Lohn aufs Konto. Wir wissen ganz genau, an dem und dem Datum genau, hoffentlich, außer der Chef macht Faxe, bekommen wir genau Summe XY aufs Konto überwiesen. Und Leute, für uns ist ein absoluter Dopaminschuss. Wir kriegen so Dopamin, boah, ja Mann, jetzt habe ich einen Monat gearbeitet, jetzt habe ich mein Geld so. Und das geht Monat für Monat für Monat für Monat. Was ist, wenn wir nicht mehr arbeiten gehen? Wir bekommen kein Geld mehr. So, ist das, was unabhängige Frauen machen? Nein, das ist es nicht. Unabhängige Frauen schauen, dass sie sich einen Einkommensstrom aufbauen, der sie Monat für Monat auch passiv ausbezahlt, wo sie wirklich sich was für die Zukunft langfristig aufbauen und nicht nur jeden einzelnen Monat ihre Zeit herschenken und dafür Summe XY aufs Konto bekommen. Deswegen müssen wir rausbekommen. Und ich weiß, es ist schwer, Zeit, Energie, Geld, Arbeit in was reinzustecken, in ein Business beispielsweise, und nicht direkt diese, keine Ahnung, 2000 Euro aufs Konto zu bekommen. Es ist schwer, aber macht es lieber so und verzichtet lieber am Anfang, steckt die Arbeit, steckt das Geld einfach in euer Baby, in euer Business rein, um am Ende vielfach bezahlt zu werden. Glaubt mir, es lohnt sich. Ich spreche aus Erfahrung, es lohnt sich, zu 100% das zu machen. Wirklich, das ist das Wichtigste von allem. Und was auch ein unglaublich krasser Punkt ist, erfolgreiche Frauen sind finanziell gebildet. Kennt ihr diese Leute, die immer Monat für Monat leben? Ach, ich habe jetzt noch gerade, keine Ahnung, 5 Euro auf dem Konto oder so. Ja, das sind einfach Menschen, die in dem Sinne dann nicht finanziell gebildet sind. Oder du bist vielleicht noch am Anfang von deiner Journey, am Anfang dir was selbstständig aufzubauen. Klar, da sieht es am Anfang auch nicht rosig aus. Das ist ganz normal. Wie gesagt, wenn man halt erstmal einfach investiert, was man hat und am Anfang nicht finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Aber es gibt Leute, die sind 30, 40, keine Ahnung wie alt, und die leben immer noch so, weil sie einfach nie finanzielle Bildung genossen haben. Deswegen, wenn du die Möglichkeit bekommst, finanziell dich zu bilden, ne, wirklich zu lernen, hey, wie gehe ich richtig mit Geld um? Wie baue ich mir was auf? Wie werde ich unabhängig? Wie kann ich mich absichern? Dann mach es bitte und sei eine gebildete, ja, eine finanziell gebildete Frau. Das ist auch so, 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 so unglaublich wichtig. Und ja. Auch eine Sache, ich sehe es immer wieder und ach, jedes Mal ist es mich so traurig, wenn ich irgendwie auf Instagram Stories sehe, oh, it's Friday again, es ist wieder Freitag, oder wenn ich so ein Montag-Story sehe, oh mein Gott, schon wieder Montag, gar keinen Bock so. Ich denke mir jedes Mal, so hat sich jemand dazu gezwungen? Gibt es nicht genug Möglichkeiten heutzutage, irgendwie es anders zu machen? Eigentlich schon so, aber irgendwie angepackt hat man es immer noch nicht, weil man eben zu viel Angst, zu viel Unsicherheit, zu viel dies, zu viel das hat so. Deswegen pack diese Sachen beiseite und schau endlich, dass du nicht mehr die Person bist, die postet, endlich Friday, oh Scheiße, wieder Montag. So, bist du auf der Welt, um für die Wochenenden zu leben, weil du deinen Job so sehr hasst, oder ich weiß nicht, also ich bin nicht so dafür auf die Welt gekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Meiner Meinung nach ist keiner dafür auf die Welt gekommen, das so machen zu müssen. Deswegen, wenn du schon nicht gerade der größte Fan von deinem Job bist, dann schau doch wenigstens, dass du endlich mal was daran änderst. So. Ich weiß, dass es immer noch diese 2% gibt, vielleicht, die ihren Job wirklich lieben. So, habe ich auch schon mal kennengelernt. Wirklich, die sagen, boah, I love it. Ich liebe meinen Job so. Wenn das der Fall ist, herzlichen Glückwunsch. Trotzdem, bei den Leuten, wo das der Fall ist, die verdienen meistens einfach nicht genug so. Weil es halt irgendein, keine Ahnung, Special, kreativer, irgendwas Job ist, wo man einfach nicht das große Geld bekommt. So. Deswegen in jedem Sinne macht es einfach nur Sinn, wirklich sich finanziell abzusichern, indem man sich einfach nur nebenbei was aufbaut, sich einfach Sicherheiten aufbaut. Und Leute, Sicherheit ist heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr der Job.
Es ist nicht mehr der Job. Wir haben es jetzt ein paar Jahre gesehen. Der Job hat uns nicht mehr die Sicherheiten geboten, ne, die er vielleicht mal geboten hat. Sondern Sicherheit ist heutzutage für uns Frauen vor allem in jeder Hinsicht ein eigenes Einkommen zu haben. Unser eigenes Einkommen, was jeden einzelnen Monat oder von mir aus jeden Tag, je nachdem, was ihr genau macht, auf euer Konto überwiesen werden kann. Und nichts, was abhängig ist, wo ihr nicht euren Chef nachrennen müsst, euren Mann, eure Eltern, eure keine Ahnung, wem alles nachrennen müsst, sondern ihr habt es einfach nur selber, euer eigenes Einkommen so. Das ist enorm wichtig. Egal, in was für einer Lage du steckst, bau dir ein eigenes und im besten Fall sogar auch passives Einkommen auf. Denn ich glaube, wir haben es alle selber mitbekommen in letzter Zeit. Du gehst in den Supermarkt, alles ist teurer. Du gehst tanken, das Benzin ist keine Ahnung wie teuer. Anscheinend ist es wieder ein bisschen günstiger geworden. Ich weiß nicht, Benzin ist in Dubai die einzige Sache, die wenigstens ein bisschen günstiger ist. Aber ja, auf jeden Fall ist alles einfach teurer geworden so. Auch hier, so überall auf der Welt. So, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nicht eine Person jetzt kennengelernt, die gesagt hat, boah, mein Lohn, der ist richtig krass gestiegen in letzter Zeit. Ich habe so eine dicke Gehaltserhöhung bekommen, next level so. Ich weiß ja nicht, also ich habe das in letzter Zeit zumindest nicht gehört so. Deswegen müsst ihr das Ganze auch mal in Relation sehen so. Und wenn ihr euer eigenes Einkommen habt, dann könnt ihr selber bestimmen, wie viel Zeit, wie viel Energie ihr in euer Business steckt, um einfach euch selber diese Gehaltserhöhung geben zu können, um euch selber dieses Extra-Einkommen einfach nur geben zu können. Das ist einfach nur sehr, sehr, sehr kraftvoll. Und eine Sache, die ich auch vor allem euch Frauen eben mitgeben kann, ist vor allem dieser Spruch so, it's not who you think you are that holds you back, it's who you think you are not. So, auf Deutsch nochmal, es ist nicht, wer du denkst, dass du bist, wer dich eigentlich zurückhält, sondern es ist die Person, wo du denkst, ja, nicht sein zu können, so wo du denkst, boah, ich bin so nicht, so ich schaffe das nicht, so wieder dieses Thema. Deswegen, lass dich davon nicht zurückhalten. Ne? Du kannst alles sein, du kannst sein, wer du willst. Wenn ich es geschafft habe, dann kannst du es zehnmal schaffen. So. Ich bin nichts Besonderes, ich habe keine besonderen Fähigkeiten, ne? Ich habe keinen, ich weiß nicht, nichts so, nichts irgendwelche Grundvoraussetzungen. Ich habe einfach nur mal was kennengelernt, in dem Fall mein Business, was halt nur mal mein Leben verändert hat. Deswegen kann ich einfach nur ganz viel davon sprechen. Ne? Und das hat wirklich jeden Lebensbereich von mir ins Positive gewandelt. Und das habe ich gemacht. Ich habe es einfach nur in Angriff genommen und habe durchgezogen. Ich habe einfach nur nicht aufgegeben, niemals ans Aufgeben gedacht. Und das ist die einzige Sache, die mich dahin gebracht hat. Nichts anderes. Keine irgendwie extra Spice und irgendwie irgendeine Zauberformel oder so. Nein, so einfach nur eine Chance in Angriff genommen, durchgezogen, nie aufgegeben, Zeit, Energie, Geld einfach nur reingesteckt so. Um am Ende einfach ein schöneres Leben haben zu können. That's it. Genau, ich lasse euch mal ganz kurz schreiben. Ich trinke mal ganz kurz was. So, genau. Deswegen und auch eine Sache, die ich euch raten kann, bei mir persönlich mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl ist immer so strong. Und ich weiß, vor allem Frauen haben eine bisschen bessere Intuition, Bauchgefühl nochmal als Männer. Ich sag's euch, wir haben viel mehr Vorteile als Männer, by the way. So, wir denken immer so, ach, die Männer, die bringen das Geld nach Hause und hier und diese ganzen alten Glaubenssätze. Boah, nein. Also ich finde, wir Frauen, wir haben viel bessere Voraussetzungen, viel mehr, was wir da so ja einfach rausbringen können aus uns, was uns einfach enorme Vorteile im Leben bringen kann. Deswegen ganz, ganz wichtig, auch das für sich zu verstehen. Und wenn du, zum Beispiel ich selber, ich hatte immer schon seit ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, 14 bin, ich weiß nicht, auf jeden Fall seitdem ich voll klein bin, hatte ich schon immer so diesen Drang so nach mehr. Und ich wusste auch irgendwie, da kommt mehr. So, ich habe Leute auf Instagram gesehen, die irgendwie, keine Ahnung, durch die Welt jetten und hier und da. Ich habe so viel gesehen und ich wusste so irgendwie in meinem tiefsten Inneren, ich werde es auch mal haben so. Ich weiß es. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich weiß, ich werde es haben so. Und wenn ihr dieses Bauchgefühl auch schon immer hattet, aber noch nie die Möglichkeit hattet, es umzusetzen, ne? Hiermit habt ihr es endlich mal. Hiermit habt ihr endlich die Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Und in dem Moment, wo das Business in mein Leben gekommen ist, wusste ich, ja Mann, das ist es. Das ist genau das, worauf ich die letzten, ich habe das Ganze hier mit 20 gestartet, die letzten 20 Jahre lang gewartet habe so. Und das war mir dann einfach schon klar, weil ich wusste, hey, ich habe noch nie was Besseres gesehen, mit was ich genau das umsetzen kann, wo ich like-minded people habe, einfach Leute in meinem Umfeld, die das Gleiche wirklich machen möchten wie ich. Deswegen so, 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 so wichtig zu verstehen. Und das Teuerste auch heutzutage, wirklich, wir denken so, hey, Inflation hier, da, die ganzen Sachen so teuer. Glaub mir, das Teuerste heutzutage ist nicht das alles. Das Teuerste heutzutage ist nicht, keine Ahnung, den neuen irgendwas Auto zu fahren. Das Teuerste ist einfach nur heutzutage ignorant zu sein. Seine Augen zu verschließen, einfach nur von den Veränderungen, von dem, was einfach heutzutage ist. So, als ich meinen Eltern zum ersten Mal gesagt habe, hey, ich mache mich im Online-Bereich selbstständig, glaubt ihr, die waren begeistert? Glaubt ihr, die haben gesagt, boah, ja,
da schon so viel Erfahrung drin, ich habe ja auch schon so viel Geld online verdient, ist doch ganz cool, mach das auf jeden Fall. Nein, so, mein Vater kommt aus Kroatien, aus irgendeinem Hinterdorf oder so, der hatte keine Ahnung von sowas. Ich bin froh, dass er mittlerweile seinen Laptop bedienen kann und da seine Sachen googeln kann, so wisst ihr, was ich meine. So, mittlerweile, ich habe auch schon meinen Eltern viel geteacht über das, was ich mache und die tun auch schon investieren und alles Mögliche. Aber ja, der Anfang war nicht so. Die waren nicht so begeistert, sage ich jetzt mal. Deswegen, es ist so teuer heutzutage ignorant zu sein, weil einfach die Welt sich verändert hat. Die Welt ist nicht mehr die. Allein sogar nicht mehr die, die sie letztes Jahr war, die sie vor 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 Jahren erst recht nicht war so. Die Welt verändert sich so schnell. Immer und immer schneller sogar. Deswegen sei nicht ignorant und nimm diesen Wandel einfach nur auf. Sei anpassungsfähig, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn man so in diesen alten Habits ist und hier und da. Glaub mir, das ist das Teuerste, was dich kosten kann. Deswegen sei anpassungsfähig, sei offen für das alles so. So, 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 so wichtig. Und mach dir einfach gewisse Dinge im Leben bewusst. Das ist auch das, worüber ich am Anfang gesprochen habe, dass das Leben so vorbeizieht und hier und da und so viele Dinge passieren die ganze Zeit, dass wir gar nicht so diesen Moment für uns haben, diesen Moment innehaben, um uns mal bewusst zu machen, was geht hier eigentlich ab so. Ich habe mich damals ins Studium geschmissen, ne? Direkt Abitur gemacht, Studium geschmissen, ne? Nebenjobs die ganze Zeit. Mein Leben war so voller Stress, ich hatte keinen Moment, keine Sekunde gefühlt durchzuatmen. So ist ja klar, dass ich es nicht gecheckt habe, so dass ich das eigentlich ja nicht will. Dass ich ja eigentlich schon andere Pläne hatte, andere Bauchgefühle hatte, in eine andere Richtung wollte. Aber ich hatte gar nicht so diesen Moment, Stopp zu sagen, weil ich einfach nicht diesen bewussten Moment hatte, um überhaupt erstmal zu realisieren, was geht denn überhaupt ab. Das heißt, viel zu selten sind wir bewusst einfach mal im Moment. Deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, nehmt einfach mal bewusst eure Momente wahr. Und wenn es euch manchmal schwerfällt, ich weiß vor allem, wir Frauen, wir sind oft in Gedanken und hier und da und dann denken wir wieder da was und an 5 andere Sachen gleichzeitig so. Wenn es euch schwerfällt, mal euch so ein bisschen zu ruhen oder sag ich mal so zu grounden, ne, dann schaut einfach auf irgendeinen Gegenstand in eurer Nähe oder und auch in der Ferne, ist es scheißegal, und schaut einfach nur auf diesen Gegenstand. Fokussiert euch mal so darauf so und schaut mal eure Gedanken wegzubringen. Ich weiß nicht, wie ich das gut erklären soll, ich hoffe, man hat es verstanden. Ne? Einfach eine Sache zu fokussieren, so sagt man es ja, eine Sache in eurem Raum oder in eurer Umgebung zu fixieren und einfach so ein bisschen runterzukommen. Und so kommt ihr so ein bisschen aus euren Gedanken raus. Weil ich bin auch eine Person, die sehr, sehr oft, früher noch schlimmer, aber immer noch bin ich oft in meinen Gedanken. Und so schaffe ich es immer, mich selber so ein bisschen rauszuholen, sodass ich irgendwie einen Gegenstand fixiere und dann ein bisschen so, okay, Sabrina, du sinnierst jetzt, du lebst auf dieser Erde, du bist nicht nur in deinen Gedanken. So. Das ist extrem, extrem wichtig, so als kleiner Tipp am Rande. Und auch ein Tipp, den ich euch geben kann, liest unbedingt das Buch Rich Dad, Poor Dad. Es ist so ein heftiges Buch, was einfach nur Grundlage ist. Jeder. Meiner Meinung nach muss dieses Buch gelesen haben. Rich Dad, Poor Dad gibt es auf Deutsch, auf Englisch von Robert Kiyosaki. Ihr könnt es auch als Hörbuch auf Spotify hören. Es gibt es überall. Das heißt, dieses Buch ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss. Und auch ein Spruch, nach dem ich persönlich lebe und ich bin fast am Ende angelangt, ist wirklich der Spruch: Observe the masses and do the opposite. So, schau dir die Masse an und mach immer das Gegenteil. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir die Masse da draußen ansehe, dann ist das nicht das, was ich mir erwünscht habe, weil die Masse da draußen leider, und es ist wirklich schlimm, und deswegen bin ich ja auch hier, um es irgendwie zu verändern, sage ich jetzt mal, und was dagegen zu machen. Ne? Die Masse hat leider nun mal Geldprobleme, hat Sorgen, hat Streit und Stress und viele verschiedene Dinge einfach nur, die problematisch sind. Deswegen, wir sind da, um irgendwie das Gegenteil zu bewirken, für uns selber und eventuell auch für andere so. Ich habe auch zum Beispiel an meinem iPhone-Hintergrund steht, ganz fett dran, they depend on me. So, sie zählen auf mich. Weil ich ganz genau weiß, ich mache mir das jeden Tag bewusst. Ich habe so viele Leute um mich herum, die mich teilweise kennen, teilweise aber auch nicht kennen, die zählen auf mich. Zählen da auch auf mich, dass ich durchziehe, dass ich irgendwie diesen Change so mit reinbringen kann. Deswegen sei du auch eine der Personen, wo du einfach sagen kannst: Hey, so Leute zählen auf mich so. Egal, ob es nur deine Familie aktuell ist, deine Freunde, egal, ob es Fremde sind, denen du was zurückgeben willst, die einfach ja, irgendwo vielleicht auf den Change, den du machen kannst mit deinen Ressourcen, mit dem Wissen, was du aktuell hast, was viele nicht haben, ne? Einfach nur was verändern kannst. Glaub mir, wie viele Leute diese Informationen, die du aktuell hast, die haben die gar nicht. Die werden niemals drankommen. Das heißt, die haben niemals die Möglichkeit, überhaupt was zu verändern. So. Deswegen sei erstmal dankbar dafür, dass du überhaupt gewisse Informationen hast. Denn Informationen ändern zu 100% Situationen. Und damit kannst du alles changen. So. Nur wegen Infos. Infos. So wisst ihr, was ich meine? Deswegen Infos machen wirklich so den größten ja, Change am Ende des Tages wirklich aus. Und wirklich sich selber zu sagen, hey, start now. So oftmals, wenn ich mich manchmal so hängen lasse, wenn ich mal so einen Tag habe, so irgendwie so, geht nicht so voran, dann mache ich mir selber einfach bewusst, hey Sabrina,
Again, du hast nur ein Leben, okay? Wir haben nicht so viel Zeit. Und ich mache mir das immer bewusst, manchmal ist es so gruselig. Man sollte nicht zu tief in diesen Gedanken reingehen, by the way, Ladies. Aber so ein bisschen kann man auch schon manchmal reingehen. Um sich einfach bewusst zu machen, so, hey, ich habe nicht so viel Zeit auf dieser Erde. Ich muss jetzt mal meine Aufgaben zusammenkneifen und mal einfach mal schauen, dass ich vorankomme. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das hilft mir selber sehr oft, wenn ich so ein bisschen stuck bin, wenn ich hängen bleibe. Deswegen, wenn ihr aktuell im Leben stuck seid, nicht weiterkommt und nicht glücklich seid, macht euch diesen Gedanken mal so ein bisschen mehr bewusst, dass eure Zeit einfach nur abläuft. Jeden einzelnen Tag. Von mir aus macht euch so einen Kalender, wo ihr jeden Tag so den Zettel abreißt, wie viele Tage vorbeigegangen sind. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist dann mal gruselig. Und dann überlegt man sich zehnmal, hey, soll ich jetzt noch mal eine Woche aufschieben, das Business zu starten? Soll ich jetzt noch mal eine Woche nicht ins Gym gehen? Nein, mach's jetzt. Jetzt, hier in der Sekunde. Nicht mehr nachdenken, nicht mehr so viele Sachen im Kopf. Es gibt auch von Mel Robbins diese 3-Sekunden-Regel. Oder fünf, 3 oder 5 Sekunden. Ich weiß nicht genau, es spielt eh keine Rolle, weil das ist der Punkt von dem Ganzen, ist einfach nur runter zu zählen. Das heißt wirklich von der großen Zahl auf die kleine. Sagen wir mal 5, 4, 3, 2, 1, go. Jetzt. Gedanken weg, nicht mehr nachdenken. Weil diese Gedanken sind das, was wir am Ende kaputt machen. Und wir können noch so viel nachdenken darüber, dass wir gewisse Dinge im Leben machen wollen, dass wir ein Business durchziehen wollen, hier und da, dass wir mehr aus uns machen wollen. Diese Gedanken, die bringen nichts, außer dass wir es noch mehr aufschieben und einfach nicht vorankommen. Deswegen 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Wirklich, es ist so wichtig, einfach nicht mehr diese ganzen Thoughts einfach im Kopf zu haben. So. Und eine Sache auch so, ich denke mal, vielleicht auch ein paar Mädels, vielleicht auch viele hier im Call wollen vielleicht auch meine Mutter oder so sein. So, ich wollte nie die Mom sein, die irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie lange genau Mutterzeit ist, ehrlich gesagt, Leute. Ich kenne mich nicht mehr mit diesen Dingen aus, weil ich einfach schon immer wusste, so seit 4 Jahren, so hey, ich mache mein Business und ich arbeite von zu Hause aus. So. Aber es gibt ja auch gewisse Zeiten, da musst du wieder arbeiten gehen oder auch da bekommst du kein Geld mehr. Ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht ganz genug gut damit aus, wie das Ganze läuft. Aber wer will das schon? So, ich wollte schon, ich weiß, dass ich meine Kinder aufwachsen sehen will, dass ich einfach nur, keine Ahnung, jedes klitzekleine Detail einfach nur sehen will und einfach nur, ja, mein eigener Boss für immer sein will, von zu Hause aus, von überall aus arbeite. Und das geht, es geht halt einfach nicht im Angestelltenfeld. Es geht einfach leider nicht so. Und deswegen auch da sich einfach bewusst zu machen, ne? Hey, bringen mich die Dinge, die ich aktuell mache, wirklich an meine Ziele. Und wie gesagt, dafür müsst ihr euch erstmal über eure Ziele bewusst werden. Und wirklich mal tief in diesen Gedanken reingehen. Wenn es euch schwerfällt, eure Ziele festzulegen, stellt euch einfach mal euren Traumtag vor. Und wirklich mit eurem Traumtag meine ich, ihr dürft wirklich träumen, okay? Nicht so ein Traumtag, ja, ich stehe dafür auf, dann mache ich mir, keine Ahnung, Toast, dann hau ich mir an meinen Schreibtisch, keine Ahnung. Okay? Also einfach so richtig Traumtag, wo ihr wirklich sagt, hey, ich wache in Los Angeles auf, in meiner 10.000 Quadratmeter Villa, mit meinem, keine Ahnung, 50 Meter langen Pool vorne dran. Einfach das, was ihr wirklich so träumen könnt, wenn ihr unbegrenzt Geld hättet. So, dieser Gedanke ist halt, das hat euch wahrscheinlich noch nie jemand gesagt, aber stellt euch vor, ihr habt unbegrenzt Geld oder von mir aus, ich weiß nicht, 100 Millionen auf dem Konto, das reicht ja schon so. Was würdet ihr machen? Wie würdet ihr wirklich leben wollen? For real, so wirklich, nicht limitiert, sondern wie würdet ihr wirklich leben wollen? Und den Tag, den schreibt ihr euch auf. Und das ist eigentlich euer Ziel. Das ist eigentlich eure Traumvorstellung so. Und das ist zu 100% machbar, weil wenn es andere geschafft haben, warum solltet ihr es nicht schaffen können? Es gibt Beispiele. Kylie Jenner ist, glaube ich, die jüngste Milliardärin auf der Welt oder so, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt wirklich Beispiele, wo man sich denkt, so, hey, hatte sie jetzt besondere Fähigkeiten oder irgendwie, was weiß ich so? Nein, so kann jeder Einzelne hier auch machen. So, wisst ihr, was ich meine? Und das möchte ich einfach heute unbedingt klar machen. Und einfach klar machen, dass Freedom, Freiheit wirklich das Ziel ist. Ich glaube, von jedem Einzelnen von uns so. Oftmals wird so viel um Geld geredet und Geld ist was extrem Positives, wenn du positive Intentionen hast. Und mit Geld kannst du dir nun mal Freiheit erkaufen. Es ist einfach möglich. Mit Geld kannst du dich frei machen. Ne? Deswegen, so blöd es auch klingt, lass uns schauen, dass wir so viel Geld wie möglich verdienen, um einfach frei zu sein. Dass wir, dass unsere Familie, unsere ganzen Nachkommen keine Sorgen mehr haben. Dass du wirklich die Person bist in deiner Nachkommensreihe, die den Change gemacht hat. Du bist es so. Du bist die Person, die man sich noch in, keine Ahnung, wie viele 100 Jahren so ein Bild so ins Zimmer hängt. So, hey, das war damals meine Oma. Die war der größte Boss überhaupt. So, die hat es geschafft. Wie bosshaft ist es? Also, for real, ich finde es echt extrem bosshaft so. Deswegen einfach die Person sein, die den Change macht. So, die erste von mir aus Millionärin in eurer Familie, wenn es noch keine Millionäre gibt. Wie auch immer, einfach diesen Change wirklich zu machen. Und ich habe diesen Change, wie ich schon vorher erwähnt habe, vor allem durch die Community geschafft. Vor allem dadurch geschafft, dass ich mit so vielen Menschen das Privileg hatte, zu arbeiten, mich zu umgeben, so viele Leute kennengelernt habe, die mich eben voranbringen. Deswegen, wenn du jetzt so ein paar Leute in deinem Umfeld hast, ein paar Leute kennenlernen durftest, wo du weißt, boah,
Ich glaube, die Person, die ist vielleicht ein bisschen weiter als ich, die kann mir helfen, die hat es vielleicht schon in gewissem Maßen geschafft. Glaub mir, klammer dich einfach nur an die Person und lass dich einfach nur mitziehen so. Weil die Community hier macht alles aus so. Der größte Unterschied, einfach nur so viele positive Menschen um sich herum zu haben. Leute, ich war schon auf zahlreichen Events, auch hier von der Community, mit über 10.000 Menschen. Diese Energy in diesen Räumen, ich wüsste nicht, wo ich die sonst finden soll. Keine Ahnung, super real. Einfach so eine pure, positive, inspirierende Energie. Das hast du sonst nirgendwo. Deswegen nimm's wirklich wahr und ja, lass dich einfach von dem Ganzen mitziehen. Mach dir nicht mehr so viel Gedanken. Allein, dass ihr Leute jetzt alle hier, sag ich mal, hier auf dem Call seid oder hier diese Aufnahme anhörst, wie auch immer, zeigt schon, dass es irgendeinen Grund hat, dass du hier auf diese ganzen Informationen gestoßen bist, weil ansonsten wärst du erst gar nicht hier. Du wärst gar nicht hier. So, irgendwie Gott, das Universum, egal an was du glaubst, hat dir das Ganze geschenkt aus dem Grund. Zu 100%. Und wenn du schon ein Geschenk bekommen hast, dann nimm es wahr und fang wirklich endlich was aus dir zu machen. Ne? Und wirklich die Dinge, die du eigentlich möchtest, wirklich endlich mal ohne irgendwelchen Sachen, Prioritäten, Meinungen von anderen und so weiter und so fort, dich davon abhalten zu lassen. Yes, Ladies, das waren auf jeden Fall die Dinge, die ich mitgeben wollte. Ich will euch gar nicht mehr zu lange aufhalten. Ich habe jetzt sogar ein paar Minuten hier auf jeden Fall überzogen. Deswegen, ich hoffe, ihr konntet euch wirklich ein paar Dinge mitnehmen, die euch wirklich diesen Start einfach, diesen Startschuss einfach so ein bisschen einfacher machen und dadurch, egal wie deine aktuelle Situation ist, du kannst zu 100% schaffen, die ganzen Dinge auch für dich möglich zu machen. Ne? Und damit euch allen wirklich einen schönen Abend, wenn du dieses Recording gerade anschaust, einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, wann auch immer du es gerade siehst und bis bald. Ciao, ciao.